Hallo! In diesem Video soll der Begriff ästhetische Bildung näher erläutert werden. Es soll geklärt werden, wie ästhetische Bildung verstanden werden kann, welche Funktionen sie hat und welche Anforderungen im Unterricht erfüllt werden müssen, damit von ästhetischer Bildung im Unterricht gesprochen werden kann. Zuerst zum Begriff. Auch wenn Ästhetik oft einfach mit Kunst gleichgesetzt wird, eröffnet die Anschauung des Wortes und seiner Herkunft eigentlich zwei Bedeutungsebenen. Der Begriff Ästhetik leitet sich aus dem griechischen Wort Aesthesis ab, was sinnliche Wahrnehmung bedeutet. Somit meint Ästhetik im weiteren Sinne eine Lehre, die sich mit der Struktur und dem Vermögen von sinnlicher Wahrnehmung beschäftigt. Erst im zweiten und engeren Sinne bezieht sich Ästhetik auf das stilvoll Schöne und auf Kunst. Aber was soll das sein, Kunst? Designte Sportwagen, entworfene Architektur, Hochglanzfotos in Fachmagazinen, komponierte Opern, Gemälde in Museen? Ja, sicher, auch. Und noch viel mehr. Aber was ist mit diesem Stein, den ich in diesem Sommer auf Fehmarn gefunden und bemalt habe? Ist das auch Kunst? John Dewey, ein amerikanischer Philosoph und Pädagoge, kritisierte, dass Kunst immer mehr auf einen entrückten Sockel gestellt wird und somit nur für bestimmte Teile der Gesellschaft von Interesse sei. Sicher lässt sich darüber streiten, was Kunst ist, dennoch soll hier folgende Definition von Kunst vorgestellt werden. Kunst ist eine wesentliche Ausdrucksform für Gefühle und Gedanken, welche den Menschen bewegen. Kunst ist hierbei weniger das, was Kritiker und Spekulanten für wertvoll und handelbar halten, sondern vielmehr all das, worin der Künstler ein Stück von sich selbst gegeben hat. Sei es ein großes oder ein bescheidenes Werk, es ist immer Ausdruck einer expressiven Schaffenskraft und des Bedürfnisses, sich mitzuteilen. Eine solche Definition von Kunst öffnet nicht nur die ganze Breite von Kunst, sondern betrachtet sie gleichfalls als Gegenstand der Erfahrung und setzt sie somit immer in Beziehung, und zwar mit dem Ich und der Welt. Und schließlich muss im Kontext ästhetischer Bildung auch der Begriff der Bildung kurz umrissen werden. Bildung soll als ein dynamischer Prozess des Sich-Bildens verstanden werden, in dem der Einzelne sich in seinen Möglichkeiten als Persönlichkeit entfalten kann. In der beständigen Auseinandersetzung mit der Welt zielt Bildung sowohl auf Persönlichkeitsentwicklung als auch Mündigkeit ab. Zur Bildung gehören die Entwicklung der Wahrnehmungs- und Genussfähigkeit, eine Teilhabe an der Kultur sowie die Entwicklung von Verantwortungsbewusstsein und Fähigkeit, nicht nur für die eigene Person, sondern auch für das soziale Gefüge, dem das Individuum zugehört. 2006 machte Koichiro Matsura, damaliger Generaldirektor der UNESCO, auf einer Tagung in Lissabon darauf aufmerksam, dass die Welt mit zahlreichen neuen Problemen konfrontiert sei, welche Kreativität, Imaginationsfähigkeit und geistige Flexibilität zur Lösung bedürfen, und konstatiert gleichzeitig, dass solche Eigenschaften durch Kunsterziehung entwickelt werden können. Und tatsächlich scheint ästhetische Bildung in einer Welt, in der Fake News sowie künstliche Filterblasen auf sozialen Netzwerken zum Alltag gehören und in der Wirtschaft, Medien und Industrie sich immer subtileren Künste bedienen, um auf die Sinnlichkeit von Menschen einzuwirken, wichtiger denn je zu sein. Zusammengefasst meint ästhetische Bildung: Bildung, also Persönlichkeitsentwicklung und Mündigkeit, durch Ästhetik bzw. durch das Erlebnis oder der Erfahrung mit ihr. Ulrich Mahlert, Professor für Musikpädagogik,
hält die hohe pädagogische und gesellschaftliche Bedeutung wie folgt fest. Menschen, die ihre sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit entwickeln, sie verfeinern und bilden, sind imstande, die Welt als ästhetisch gestaltet und gestaltbar zu erfahren. Doch wie kommt es zu einer ästhetischen Erfahrung? Durch die sinnliche Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand, und es muss, wie schon erwähnt, kein bestimmter als Kunst geltender Gegenstand sein, entsteht eine ästhetische Empfindung, welche durch die Bedeutung, die man ihr zukommen lässt, eine ästhetische Wirkung hervorruft. Ästhetische Empfindungen werden hier auf das Selbst und die eigenen Erfahrungen bezogen. Als ästhetische Erfahrung kann schließlich das Resultat dieses inneren Vorgangs verstanden werden. Wichtig ist, dass ästhetische Erlebnisse immer auch einen sozialen Prozess beinhalten, weil sie Produkte menschlicher Arbeit sind, weil sie oft der Unterstützung anderer bedürfen, weil ihre Wirkung auch anderen mitgeteilt werden will und weil ästhetische Erlebnisse zuletzt auch immer in und durch sozialen und gesellschaftlichen Kontext entstehen. Zuletzt soll hier noch der Frage nachgegangen werden, was einen Unterricht ästhetisch macht, beziehungsweise wie ästhetische Bildung Zugang im Unterricht finden kann. Es erscheint als selbsterklärend, dass der Unterricht zunächst Raum für Schüler und Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen geben muss, um umfassend ästhetische Erfahrungen zu ermöglichen. Auch wenn ästhetische Erfahrungen sich nicht vermitteln und nicht erzwingen lassen, kann der Versuch, Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen zu übermitteln, ästhetisches Erleben vorbereiten und zu ihm hinführen und so zu einer ästhetischen Bildung beitragen. Dietrich et alii entwickelten hierzu das Fass-Modell. Es zeigt die vier Teildimensionen ästhetischer Erziehung und Bildung, welche im Unterricht nicht fehlen sollten. Hierzu gehören Fingerfertigkeiten, Alphabetisierung, Selbstaufmerksamkeit und Sprache. Mit Fingerfertigkeit ist die Zuwendung zu ästhetischen Materialien gemeint, um im alltäglichen Umgang mit Klängen, Lauten, Farben, Stoffen oder Sprache praktische Fähigkeiten der Differenzierung und Gestaltung des eigenen Verhältnisses zur Welt zu erwerben. Mit Alphabetisierung ist das Sammeln von Kenntnissen über ästhetische Symbolbestände gemeint, um die tätigen Umgangsweisen mit ästhetischen Stoffen weiter ausdifferenzieren zu können, sie bewerten und eigene Urteile erstellen zu können. Mit Selbstaufmerksamkeit ist das Thematischwerden der eigenen Sinnestätigkeit gemeint, also die Wahrnehmung auf sich selbst und den Gegenstand zu lenken, sowie auf etwaige Veränderungen, die durch das ästhetische Erlebnis erzeugt werden. Und mit Sprache ist gemeint, diesen Prozess zu artikulieren, um ihn anderen und sich selbst mitzuteilen. Das Fass-Modell eignet sich somit sehr gut dazu, Unterricht im Kontext ästhetischer Bildung hin zu evaluieren. Ich hoffe, euch hat die Einführung in die Thematik gefallen. Für eine Vertiefung werft einen Blick ins aufgeführte Literatur- und Quellenverzeichnis. Das nächste Mal wird es darum gehen, wie im Kontext ästhetischer Bildung konkrete Unterrichtskonzepte aussehen könnten. Bis zum nächsten Mal.